Hey und willkommen zum lang erwarteten Challenge-Auswertung. Es ist endlich soweit. Die Challenge hat jetzt schon zwar vor ein paar Wochen stattgefunden, unsere Samurai-Challenge, aber ich bin einfach bisher noch nicht dazu gekommen, die Auswertung dafür zu machen. Und ja, genau das werden wir heute machen. Wir haben hier diese vier Submissions, die ihr hier seht. Ich bedanke mich nochmal an alle, die teilgenommen haben. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass noch mehr Leute teilgenommen hätten, auch wenn es bloß so kleinere Skizzen gewesen wären. Aber naja, vielleicht beim nächsten Mal. Und genau, was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir uns die einzelnen Submissions mal ein bisschen genauer angucken. Und ich werde kleine Paint-Overs machen, beziehungsweise für meine Submission, da habe ich mich sehr gefreut, hat der Marek, das ist derjenige, der die ganze Idee auch hatte mit den Challenges und so, dass man doch sowas mal machen könnte. Der hat für mein Bild ein Paint-Over gemacht. Da sage ich auf jeden Fall nochmal Danke und nochmal Danke an jeden anderen, der auch teilgenommen hat. Und ja, das werden wir uns angucken und genau. Schauen wir uns als erstes die Submission von Alex an. Und es ist sehr cool, sehr interessanter Stil, sehr kreativ. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Das Ganze wurde offensichtlich nicht gerade, also nicht normal gemalt, sondern mit Pfaden und so gemalt. Wahrscheinlich in Illustrator, ich gehe stark davon aus. Und was ich sehr cool an diesem Bild finde, sind die Shapes. Die sind so sehr organisch. Und alle Formen und Linien, die wir haben, sind so schöne S-Kurven und so, was das Ganze sehr angenehm macht zum Anschauen. Was ich allerdings jetzt in meinem Paint-Over direkt als erstes geändert habe, und das sticht einem ja sozusagen direkt ins Auge, ist dieser lilane, pinke Hintergrund. Den habe ich einfach markiert und zu etwas ein bisschen mehr unterschwelligen gemacht, zu diesem hier grau-grün. Einfach, damit der Hintergrund halt nicht so die Attention vom eigentlichen Hauptding halt wegzieht. Genau. Dann war mir ein weiterer großer Kritikpunkt, waren bei mir diese komischen Zähne, die dort aus der Seite kommen. Auf jeden Fall ein cooles Designelement. Aber die haben dort so ein bisschen in der Luft rumgeschwebt und deshalb habe ich mir überlegt, wie man die vielleicht ein bisschen mehr in die Maske einintegrieren könnte. Ich habe dort auch ein bisschen rumprobiert. Meine Ideen waren jetzt auch wahrscheinlich nicht die besten, aber ich habe so ein bisschen dann versucht, die so unter die Maske mit runtergehen zu lassen und dann noch so ein paar Schrauben oder so eingedeutet. Sieht natürlich jetzt alles nicht so krass aus, weil das halt nicht so ganz in den Stil vom restlichen Design passt, aber vom Prinzip her finde ich, ist es wichtig, dass man dort versucht, das so logisch wie möglich zu integrieren und irgendwie zu zeigen, wie diese Zähne dort an den Seiten dort festhalten. Was ich außerdem gemacht habe, ist, dass ich die normalen Zähne, also nicht diese Reißzähne, sondern die normalen Zähne, die waren ziemlich weiß. Ich glaube, die waren sogar komplett weiß. Die habe ich einfach markiert und mit so einem Grau-Gelb. Zwar immer noch einen hellen Graugelbton, aber so ein Graugelb gefüllt, weil Zähne sind normalerweise nie weiß, beziehungsweise sind nie weiß, und das lässt das Ganze ein bisschen realistischer aussehen. Und dann habe ich noch so einen kleinen Cast Shadow darüber gemalt, dass das Ganze ein bisschen mehr Tiefe hat. Und genau das gleiche, also ein Cast Shadow habe ich auch unter diese goldene Lippe gemalt, einfach damit das noch ein bisschen mehr raussticht und die Maske ein bisschen mehr Tiefe hat. Aber ansonsten ein ziemlich cooles Design. Ja, ziemlich kreativ und vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Kommen wir zur zweiten Submission, und zwar ist das die Submission von Marek. Marek hat hier eine sehr coole Submission gemacht, wie ich finde. Man sieht, er hat sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht und er hat sich auch noch hier auf die kleinen Gadgets von seinem Character Design fokussiert, die ich übrigens alle sehr cool finde. Also an denen habe ich bei meinem Paint-Over erstmal so nichts geändert. Und was ich auch sehr cool finde, ist, dass er auch in das Forum halt seine kleinen Thumbnail-Sketches und so gepostet hat, wo man ein bisschen auch seinen Workflow und seinen Prozess dorthin sehen kann. By the way, ich finde den allerersten Post hier mit den Thumbnails ziemlich cool. Die sind alle recht
recht nice. Außerdem mit der Japan-Flagge im Hintergrund, eine sehr coole Idee. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Was ich allerdings anders gemacht hätte, gleich in der Phase schon, ist, dass ich mir eine andere Pose gesucht hätte, einen anderen Thumbnail-Sketch ausgesucht hätte. Zum Beispiel der Thumbnail-Sketch Nummer 6 zum Beispiel. Er hat meiner Meinung nach eine viel dynamischere Pose und eine angenehmere Silhouette und deshalb denke ich, dass zum Beispiel die 6 besser funktioniert hätte in einem in dem Design als die Pose, die du dann letztendlich genommen hast, obwohl die natürlich auch recht cool ist, aber das hätte ich geändert. Das habe ich jetzt in meinem Paintover nicht geändert, sondern habe mit dem gearbeitet, was du mir gegeben hast. Und meine zwei großen Kritikpunkte, die ich versucht habe, auch so ein bisschen rüberzubringen, sind die Definition von deinen Kanten und die Definition von deinen Schatten. Denn du neigst sehr dazu, das alles so ein bisschen so sehr weiche Übergänge zu machen. Und es kann sehr, sehr hilfreich sein, dort ein bisschen härter zu sein. Und das habe ich dann auch versucht. Ich habe hier mein Lasso-Tool genommen und dort so ein bisschen versucht, mit einer Overlay-Ebene dort rüber zu gehen. Und dort ein bisschen härtere Kanten reinzubringen in die Schatten. Und auch so generell hier auf dem Stoff und so habe ich versucht, dort härtere Kanten reinzubringen und das Ganze ein bisschen eckiger aussehen zu lassen. Das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Shape-Design auf die einzelnen Patches von Farbe, die du dort hast. Und dann ist das Ganze nicht so eine Masse, sondern hat so ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Design in den einzelnen Elementen. Und ja, generell habe ich auch versucht, wenn du eine Fläche hattest, die mehrere Farbverläufe hat oder mehrere Kleckse oder so und man hat nicht so ganz gesehen, was jetzt hier überhaupt abging, habe ich versucht, mir eine Farbe zu nehmen und ein bisschen drüber zu malen, das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Das kann auf jeden Fall auch helfen, damit man als Zuschauer ein bisschen mehr weiß, was abgeht. Und was ich außerdem gemacht habe, ist in manchen Ecken von deinem Design, zum Beispiel unten bei den Schuhen, aber auch an seiner Hand, weiß man nicht so ganz genau, was da jetzt abgeht, weil deine Kanten und deine Ecken, wie soll man das sagen, an den Kanten, an den Übergängen von einer Sache zur anderen, ist das Ganze so ein bisschen wischiwaschi und da sind keine so klar definierten Linien, wo man weiß, okay, da hört jetzt das und das auf und dort fängt jetzt das und das an und das habe ich dann auch nochmal versucht zu überarbeiten. Und an den Stellen, wo du generell dieses gelb-orangeliche, ich bin davon ausgegangen, dass es Stroh sein soll, wo du das hattest, bin ich generell mit Overlay ein bisschen drüber gegangen und habe das Ganze ein bisschen abgedunkelt, weil das ein bisschen zu hell ist für das Licht-Setup. Genau, das habe ich ein bisschen abgedunkelt, dann sieht das ein bisschen realistischer aus. Und was ich noch gemacht habe hier mit den Schuhen, beziehungsweise bei den Füßen, dort ist irgendwas anatomisch nicht ganz korrekt. hier habe ich ein bisschen nochmal versucht neu zu malen, die ein bisschen besser versucht in Perspektive zu setzen. Ich weiß, das ist jetzt nicht die Krönung der Schöpfung, was ich dorthin gemalt habe, aber ich hoffe, man kriegt den Punkt so ein bisschen. Und was ich bei dem anderen, bei der Rückansicht auf jeden Fall noch gemacht habe, ist, du hast dort die Füße, die beide nach innen zeigen, also mit den Zehenspitzen nach innen zeigen. Das ist so eine sehr schwache Pose, wenn man so zeugt, so ein bisschen von Unsicherheit und so. Was ich versucht habe, dort anzudeuten, ist, dass ich die Füße nach außen drehen wollte, dass er sozusagen Beine offen sozusagen dasteht. Das zeigt ein bisschen mehr von so Selbstbewusstsein und so. Außerdem ist das eine natürlichere Pose. Auch natürlich, wenn es ein Zombie ist, ist natürlich ein bisschen schwer von Natürlichkeit und so zu sprechen, aber das sieht ein bisschen überzeugender aus, finde ich persönlich. Und deshalb habe ich das hier in meinem Paintover auch gemacht. Ansonsten habe ich die anderen Dinge nicht sonderlich überarbeitet, bloß so hier und da ein ganz kleines bisschen, weil das halt die Punkte, dieselben Punkte wären, wie ich es jetzt an dem Hauptcharakter, also bei der Frontansicht überarbeitet habe. Das wären so auch meine Hauptkritikpunkte gewesen und die Waffen finde ich generell ziemlich cool, was du dort designt hast.
sehr kreativ und außerdem finde ich es schön, dass du dir so viele Gedanken dabei gemacht hast. Und ja, das ist auf jeden Fall super nice. Was ich noch fast vergessen hätte zu sagen, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Lichtverhältnisse bzw. der Schattenwurf ja nicht sonderlich kohärent ist und dass ich der Marek es ein bisschen einfach gemacht habe mit dem Schatten auf dem Boden. Und zwar hat der Schatten ja sehr kantige Kanten. Wahrscheinlich hat er einfach seinen Charakter genommen und schwarz gefärbt und dann so mit 3D-Transformation auf den Boden gelegt. Allerdings, wenn du dort so sehr weiche Übergänge hast von Licht und Schatten, also ein sehr weiches Licht hast in deinem Character Design, dann muss natürlich der Schatten auch relativ leichte Übergänge haben und deshalb habe ich das Ganze ein bisschen geblurrt und dort einen weicheren Übergang gemacht. Und was man hier noch am Ende sieht, habe ich mir nochmal Liquify genommen und mir dort den Arm, der diesen Speer hält, nochmal ein bisschen rumtransformiert. Der sah ein bisschen komisch aus. Und ja, deshalb habe ich versucht, den noch mal so ein bisschen gerade zu rücken. Und ja. Na gut, kommen wir damit zu unserer dritten Submission, zu meiner Submission, die man hier sieht. Meine Idee dort hinter war so ein bisschen so ein nordischeres Design zu machen in meinen Thumbnail-Sketches, die ich übrigens nicht gepostet habe, die hatte ich bloß so mit Kuli in mein Skizzenbuch gescribbelt, waren so ein bisschen meine Ideen auch dort eventuell irgendwie so einen Bärenkopf irgendwie hinzumachen und dass der, wie man auch hier im Speedpaint so ein bisschen sieht, dass der dort so einen Schädel oder so hat um seinen Bauch, habe ich dann alles so ein bisschen eingekürzt und was davon dann leider noch übrig geblieben sind deine krassen Winterstiefel und sein Mantel. Aber das war so ein bisschen die Hintergrundidee hinter meinem Design. Und was man hier sieht bei Marek, er hat das Ganze leider nicht aufgenommen, aber er hat mir hier ein paar rote Pfeile dran gemalt, was seine Hauptkritikpunkte waren. Und was er gemacht hat und wo ich ihm auf jeden Fall recht gebe und was ich mir auch schon gedacht habe, als ich das so gemalt habe, dass das so eine sehr starke Gratwanderung ist, ist, dass hier bei meinen Brustplatten hier, die ein bisschen weird so übereinander liegen. Und meine Idee, ich fand das sah ganz lustig aus und meine Idee war dann halt so, dass die so mit Stricken so aneinander gezogen werden und das war so die Idee dahinter, aber natürlich, was er dann hier gemacht hat in seinem Paint-Over ist, die so ein bisschen nicht schräg zu machen, sondern wie man halt hier sieht, so ein bisschen dann längs unterzuordnen, diese Platten. Außerdem hat er die Schultern angehoben, die Schulterplatten, was ich sehr interessant fand. Ich hatte das vorher in meinem Malprozess hatte ich die auch die Schultern ein bisschen größer gemacht, habe die dann im Verlauf ein bisschen runtergezogen, aber was er wahrscheinlich hier meinte mit seinem Paint-Over ist, dass die Rüstung an sich halt dort ein bisschen nach oben geht. Auf jeden Fall sehr interessant. Was ich auf jeden Fall auch super cool finde in seinem Paint-Over, wo ich finde, hat er auf jeden Fall recht, ist, was er gemacht hat, ist, dass er von unten nach oben das Licht erhöht hat, sozusagen. Gibt einen coolen Effekt, macht natürlich so ein bisschen, man sieht dann in den Schuhen nicht so ganz genau zum Beispiel, was dort abgeht, wenn dort alles so dunkel ist, aber das hätte man halt dann nochmal rausrendern müssen. Außerdem hat er die Form vom Mantel geändert, kann man machen. Ich weiß nicht, ob ich sie so geändert hatte, wie er sie geändert hat, einfach weil seine Hand so komisch da drunter ist bei ihm in seinem Paint-Over, aber das stimmt schon, dass man dort bei dem Mantel vielleicht noch ein bisschen was raus hätte holen können, dort noch ein bisschen interessante Shapes machen können, als was ich dort fabriziert habe. Und dann hat er hier noch einzeln an den Platten, diese mittlere Platte, ein bisschen länger gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, weil das jetzt so ein bisschen mit diesem Tuch, was ich ihm rumgewickelt habe, so in Konflikt steht, weil das jetzt so alles so an der gleichen Stelle so endet. Vielleicht ein bisschen länger, hätte man es auf jeden Fall machen können. Aber ich weiß nicht, weil wenn man es noch ein bisschen, nur ein bisschen länger macht, ist es dann mit diesen Beinplatten in Konflikt, dass es dort auf der gleichen Höhe endet und es dann aussieht wie ein Rock. Deshalb bin ich mir dort nicht so ganz sicher. Und was er mit dem Tuch gemacht hat, finde ich relativ cool, wie er das dort umgemalt hat. Er hat es auf jeden Fall dunkler gemacht.
Meine Idee dahinter war halt, dass ich da, als ich das heller gemacht habe, dass ich dort noch ein bisschen mehr Kontrast reinbringen kann. Aber ja, die Form von dem Tuch, die er ihm gegeben haben, ist auf jeden Fall ganz cool. Was ich auch cool finde, sind die Löcher, die er dort in den Mantel und auch in das Tuch reingemacht hat. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr nice. Und generell hat er dem Ganzen noch so ein bisschen Rimlight gegeben. Ja, auf der von uns aus linken Seite so ein bisschen bläuliches Rimlight, auf der von uns aus gesehen rechten Seite ein goldenes Rimlight. Ich weiß nicht, das ist halt so ein bisschen Style Choice, meinte er halt auch, dass er auch manches bloß gemacht hat, weil ihm das halt persönlich, deine persönliche Präferenz ist. Aber ja, sehr cool, dass du das Paint Over gemacht hast, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, coole Anregungen und ja, sehr, sehr nice. Und ja, damit schauen wir uns die letzte Submission an. Die letzte Submission, die man hier sieht, von Basti, die wurde auch ein bisschen hinterher gereicht, sag ich mal. Aber ja, die letzte Submission hier von Basti, was soll man sagen? Es ist eine To-Do-Ninja-Samurai-Armee. Und ja, ich weiß nicht, was man daran ändern kann. Das ist wunderschön. Ich glaube, da könnte kein Meister etwas dran aussetzen. Und ja, sehr cool. Ich weiß nicht, inwiefern er hier die einzelnen Samurais selber designt hat oder ob das vorgefertigte Icons waren. Sieht auf jeden Fall recht cool aus mit seinem sehr nicen Hakenmund und dem leichten grün-blau Verlauf. Sehr nice. Ja, da kann wahrscheinlich, wie gesagt, kein Meister was dran aussetzen. Und deshalb würde ich auch sagen, dass das auf jeden Fall auch der Gewinner unserer Challenge ist. Ja, der unangefochtene Meister. Und genau, damit bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Für jeden, auf jeden Fall nochmal riesengroßen Dank für jeden, der mitgemacht hat. Auch für solche Submissions wie zum Beispiel von Basti, über sowas freut man sich auch. Also keine Scheu haben, wenn ihr meint, ihr könnt nicht so krass malen oder sonst wie, macht trotzdem mit, es ist scheißegal, keiner wird sich darum kümmern. Es geht einfach bloß darum, dass wir alle ein bisschen Spaß haben und ein bisschen was mit der Community zusammen machen und uns alle ein bisschen weiterentwickeln und genau, einfach beim Malen Spaß haben. Und ja, mit den Worten bedanke ich mich, wie gesagt, fürs Zusehen. Nochmal großen Dank an Marek für das Paint-Over, das er mir gemacht hat. Und ja, dann sieht man sich beim nächsten Mal und bis dahin, adios!